Männers und Mädels, dieses Wochenende ist FIBO, also die Fitness- und Bodybuilding-Messe in Köln. Die FIBO ist die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness, Gesundheit und ja, du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, was hat die FIBO mit Cannabis zu tun? Was es damit genau auf sich hat, das erkläre ich dir im heutigen Video. Dajö, starten wir los! Meine FIBO-Vergangenheit. Seit vielen Jahren war ich immer, wenn es gepasst hat, auf der FIBO gewesen. Das erste Mal übrigens 2009, 2010 so ungefähr mit dem Fitnessstudio, in dem ich damals gearbeitet habe, dem Bodyfit. Tatsächlich haben wir dann aber nicht so viel gemacht, weil das eben so ein Fitnessstudio-Ding war. Naja, die Chefs haben dann halt so ein bisschen geguckt nach neuen Geräten und sowas und dann sind wir auch irgendwann wieder abgehauen. Also haben jetzt nicht so mega viel Spaß gehabt da. Im Bodyfit habe ich aber damals auch Andy kennengelernt und wir waren dann im Jahr 2011 das erste Mal zusammen auf der FIBO. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass wir damals eine Challenge gemacht haben, dass wir mit möglichst ekligen Leuten Fotos machen. Also das würde ich heute auch nicht mehr machen, ist halt, ja, keine Ahnung, da mit Jungen und Flausen im Kopf, dann macht man eben so einen Quatsch. Natürlich haben wir da auch richtig Spaß gehabt, Challenges mitgemacht und sowas. Hier mal ein kleines Video aus der Zeit. Was hat dich hier denn, wenn du dann fertig bist mit Muskelaufbau, dann gehst du da drauf, dann hast du die Muskeln. Schön auf Ausdauer. Das wird geil. Übrigens ist mir hier beim Durchstöbern von den alten Bildern noch aufgefallen, dass hier zwei wegweisende Bausteine für mein Leben schon waren. Vom Gold's Gym hat damals Andy mir das erste Mal erzählt und halt mega davon geschwärmt, auch mit Arnold Schwarzenegger und so weiter. Und deswegen habe ich extra, als ich in Japan war, mega viel bezahlt, um auch in einem Gold's Gym trainieren zu können. Das zweite ist noch viel einschneidender. Hier unten sieht man, the easy day was yesterday. Den Spruch fand ich so motivierend damals, dass ich recherchiert und herausgefunden habe, dass es eigentlich ein Spruch von den US Navy SEALs ist. The only easy day was yesterday. Entstand eine Kultur aus Disziplin, Ordnung und körperlichen Extremstleistungen mit dem Motto The only easy day was yesterday. Der einzige leichte Tag war gestern. Und den Spruch habe ich mir dann ein paar Jahre später auf die Rippen tätowieren lassen. 2012. 2012 sind Andy und ich dann wieder zusammen auf die FIBO gefahren und haben wieder Challenges gemacht und Spaß gehabt. Hier mal ein kleines Video aus dem Jahr. Ich glaube, hier haben wir jetzt nicht mehr die Challenge gemacht mit den möglichst ekligen Leuten, sondern hier ging es dann eher um was anderes. Da habe ich zum Beispiel ein Foto gemacht mit Valeria Amirato. Ey, wenn man sich Bilder von heute anguckt, dann hat sich aber an der irgendwas verändert, oder? My wife's watching. Ach ja, klar, die Haarfarbe ist jetzt dunkler. Ja, und so ein Quatsch geht halt immer auf der FIBO. Einfach herrlich. 2013. 2013 war ich dann das erste Mal mit Schmanuel auf der FIBO und hier war es auch das erste Mal in Köln. Ich glaube, das einschlägigste Erlebnis aus diesem Jahr war, dass wir diesen Trainingsbooster hier uns durch die Nase gezogen haben. Boah, das werde ich niemals vergessen. Widerlich. Jetzt im Nachhinein betrachtet irgendwie witzig, aber halt auch komplett dumm einfach. Also auf keinen Fall nachmachen sowas. 2014. 2014 war ich dann nicht da, weil ich in der Zeit in Rumänien im Auslandssemester war. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall auch wieder am Start gewesen. 2015 war ich dann wieder zurück in Köln und war mit dem Fitnessstudio, in dem ich dann gearbeitet habe, dem Bushido, auf der FIBO. Vom Prinzip her war das genau das gleiche wie damals. Also es ging da mehr darum, irgendwie ein paar Sachen zu kaufen, paar Infos schnell aufschnappen und dann wieder ab die Post. 2016 war ich dann mit meiner damaligen Freundin auf der FIBO. Ich weiß noch ganz genau, wie wir zwei da an der Seite standen, an irgendeinem Stand. Und dann kam da Farid Bang vorbei. Natürlich so ein Schwall von Leuten hinter dem. Er kommt vorbei und zwinkert meiner damaligen Freundin zu. Ich stehe daneben als Freund. Wirklich jetzt? Ich fand das damals richtig frech. Ich habe echt gedacht, was denkt der Typ sich eigentlich? Und meine Freundin hat es natürlich extrem abgefeiert. Die hat den ganzen Tag von nichts anderem gelabert und hat voll davon geschwärmt und so. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand das damals ziemlich uncool, Farid. Also falls du das hier siehst, dann ey, uncoole Nummer. 2017 war ich dann wieder nicht auf der FIBO, weil ich in dem Jahr im Auslandssemester in Japan war. 2018 war dafür wieder Challenge Time. Hier kleiner Videoschnipsel aus dem Jahr. Nope.
2, 1, und go! Volle Power, hoch damit, komm schon! 50 Sekunden noch! Hier war ich zusammen mit Ling und Jasmina, das war auf jeden Fall eine witzige Kombination und war auch wieder sehr viel Spaß auf der FIBO. Witzig auch beim Durchstöbern von den Bildern ist mir aufgefallen, dass ich damals das erste Mal mit meinem Firmennamen aufgetreten bin. Damals allerdings noch Good Life's Garden, also das S, Good Life, sein Garden. In dem Jahr gab es da auch diese Underground-FIBO von ZEC Plus. Da musste man mit einem kostenlosen Shuttlebus nochmal hinfahren, anderes Gelände und das war richtig geil da. Hier konnte man dann zum Beispiel auch Shisha rauchen. Und ich habe auch den Gründer von ZEC Plus, Matthias Clemens, getroffen. Natürlich auch Majo und Kollega und so weiter gesehen, die waren alle da. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Shishas, weil die haben ja eigentlich nichts mit Fitness zu tun. Aber Fitness bedeutet ja nicht immer nur Kraftsport, sondern es ist auch Wellness, Regeneration damit gemeint. Und dafür ist Shisha einfach schon nicht schlecht. Wichtig, für die Gesundheit ist Shisha-Rauchen auf keinen Fall förderlich. Aber es ist was Soziales und hilft auch bei der Regeneration, beziehungsweise wenn man sich zum Beispiel für ein hartes Training abends belohnen möchte. 2019 konnte ich dann wieder nicht am Start sein, weil ich zu der Zeit im Auslandspraktikum in Israel war. Ja, und 2020 und 2021 wurden wegen Corona abgesagt. Jetzt ist es wieder soweit, 2022, die FIBO ist wieder am Start. Und wir schauen uns mal an, was die FIBO mit Cannabis zu tun hat. Was hat die FIBO mit Cannabis zu tun? Neben den altbekannten Themen wie Trainingsequipment, Bodybuilding, Wellness und Spa gibt es diesmal auch ein paar Innovationen auf der FIBO, wie zum Beispiel Mixed Reality. Eine tragende Rolle in der Fitnessbranche spielt auch Nutrition. Und an einem Trend kommt dieses Jahr wirklich niemand vorbei und das ist Cannabidiol, kurz CBD. Verschiedene Sports-Nutrition-Anbieter gehen da schon mit und bieten verschiedene CBD-Produkte an. So zum Beispiel auch ZEC Plus, von denen ich eben schon mal kurz gesprochen habe. Dieses Jahr ist es sogar so, dass es auf der FIBO einen eigenen kleinen Abschnitt nur für CBD und Hanfprodukte gibt. Das ist die sogenannte The Body CBD Expo. Warum CBD beim Sport? Vorab, was genau Cannabidiol bzw. CBD ist, darum soll es in dem Video hier nicht gehen. Wichtig aber zu verstehen ist, dass CBD genau wie THC ein Cannabinoid ist, allerdings nicht berauschend wirkt. Studien zufolge wirkt CBD beruhigend, entzündungshemmend, schmerzlindernd und regenerativ. Außerdem soll CBD auch den Schlaf verbessern und unterstützt Heilungsprozesse bei Verletzungen. Ich persönlich nutze auch CBD genau dann, wenn es wichtig ist, dass ich abends gut einschlafe. Also zum Beispiel heute. Wenn man sich das so überlegt, sind die einzelnen Eigenschaften von CBD einfach perfekt für Sportler geeignet. Durch CBD wird die Muskelregeneration und Erholung gefördert und der Schlaf wird verbessert. Schlaf extrem wichtig, wenn man viel Sport macht, weil sich in der Nacht einfach die Muskeln regenerieren und neu aufbauen. Also ja, eigentlich wirklich perfekt. Es gibt allerdings auch zwei Probleme dabei. Die Extraktion von CBD ist einfach extrem kostspielig und günstige Produkte sind automatisch Schrott, weil es funktioniert einfach nicht, CBD günstig zu extrahieren. Das heißt, die Produkte müssen schon was kosten und da darf man sich auch nicht hinters Licht führen lassen, weil es gibt hier auch einige Produkte, die einfach suggerieren, dass sie wirklich CBD sind. Dabei handelt es sich da in Wirklichkeit um Hanfsamenöl oder ähnliche Produkte, was dann in der Produktion sehr günstig ist und trotzdem teuer verkauft wird. Also hier wirklich aufpassen, was drin ist. Zweitens, heißt es, dass CBD nicht abhängig macht. Aber ich wäre mit dieser Aussage etwas vorsichtig. Sicherlich ist es richtig, dass CBD nicht körperlich abhängig macht, so wie andere Drogen zum Beispiel. Das Ding ist aber, wenn man jetzt regelmäßig CBD konsumiert und es hat dann auch einen unmittelbaren und auch einen langfristigen Effekt, den man merkt, dann ist es auch schwierig, ohne auszukommen, weil man ja eben weiß, dass es wirklich was bringt. Bei
regelmäßigem Konsum und den dementsprechenden Vorteilen, die man dadurch eben auch hat, wird die Psyche irgendwann sich schwer tun, ohne das Produkt auszukommen. Das heißt, eine psychische Abhängigkeit ist meiner Meinung nach theoretisch möglich. Und dafür ist das Produkt eben einfach zu teuer. Wenn man sich das hin und wieder mal gönnt, okay, fein, aber jeden Abend CBD, ey, das wird irgendwann wirklich teuer. So. Ich habe dir jetzt die ganze Zeit über CBD gesprochen und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, wie sieht das denn mit THC aus, also dem berauschenden Cannabinoid? Das ist auf jeden Fall ein Thema für ein eigenes Video, vielleicht sogar als Selbstexperiment, da muss ich noch schauen. Unbedingt den Kanal abonnieren, damit du das nicht verpasst. Auf der FIBO jedenfalls hat THC, soweit ich das mitbekommen habe, keine Rolle gespielt. Von daher in diesem Video hier erstmal nur CBD. Fazit. Für mich persönlich ist Fitness und Training ein essentieller Bestandteil meines Lebens. Und das sogar nicht nur als Hobby, sondern auch alleine dadurch, dass ich mittlerweile 13 Jahre in verschiedenen Fitnessstudios arbeite. So bin ich dann auch schon vor mittlerweile über 10 Jahren das erste Mal auf der FIBO gewesen und seitdem fast jedes Jahr gewesen, außer es ist was dazwischen gekommen. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich außerdem intensiv mit dem Thema Cannabis und merke immer mehr, dass die beiden Themen Fitness und Cannabis gar nicht mal so abwegig voneinander sind. Weil ich finde, die wichtigste Schnittmenge hier ist Wellness. Cannabis wird immer beliebter und findet seinen Weg in verschiedenste Lebensbereiche. Seit einigen Jahren spielt es auch im Sport eine bedeutsame Rolle. Vor allen Dingen CBD, weil das entzündungshemmend, schmerzlindernd, regenerativ und schlaffördernd wirkt. Immer mehr Sports Nutrition Hersteller springen auch auf den Zug auf und machen jetzt CBD-Produkte. Und dieses Jahr war auf der FIBO sogar ein eigener kleiner Abschnitt nur für CBD und Hanfprodukte. Crazy. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, was du persönlich von diesem Trend hältst. Wie findest du CBD? Wie findest du die FIBO generell? Und wie findest du, passt beides zusammen? Ich bin mega gespannt, wie deine Meinung dazu ist und ich hoffe wirklich, dass sich irgendwann auch mal so eine kleine Diskussionskultur unter meinen Videos bildet. Abonnieren nicht vergessen, Video unbedingt liken und wir sehen uns nächste Woche. Yalla, bye! Camera now. So I have to hold this here with one arm. Oh my gosh, no, for vlogging definitely. Well, I'm already shaking. Already shaking. This is too heavy for doing like this here.